Also wir sind jetzt hier unten rum, haben unterwegs nichts wirklich Bedrohliches gefunden, außer zwei Kreischlinge, wurden hier unten aber jetzt von einem Banditen aufgehalten, um den wir uns erstmal kümmern wollen. Wenn es denn wirklich nur einer ist. Ja, schaut gut aus. Und das ging ja schnell. Den Haarzopf nehmen wir auch mal mit, denn auf die Banditen ist garantiert auch eine Belohnung ausgesetzt. Und weiter geht's. Wir sind ja schon ziemlich nah dran an Birigost, also werde ich jetzt das Video nicht nochmal anhalten. Oh, da grunzt jemand im Hintergrund. Oh, Kobolde. Auch recht einfache Gegner, aber die sind halt garstig, weil sie schon ein bisschen mehr Lebenspunkte haben und Fernkämpfer sind. Vor allem später trifft man auch eine Version, die mit Feuerpfeilen schießt und so weiter. Das ist schon unangenehm. So, nehmen wir mal mit. Ach, er ist voll. Shahira. Das. So. Neue Pfeile für Imogen. Ja, die hat nämlich schon gar keine mehr. Die 60 Stück, die sie in ihrem Köcher haben kann, gehen auch recht schnell weg. So. Und weiter. Beregost, da lang. Das klingt doch gut. Oh, wer bist denn du? Schnell nach Beregost muss ich, Gouverneur. Keldas muss erfahren, dass Verstärkung zu ihm unterwegs ist. Beregost soll gegen Angriffe aus Ammen befestigt werden, obwohl Ammen solche Absichten leugnet. So etwas leugnet man natürlich, diese falschen Schlangen. Platz für den Boten. Ja, also dieser Konflikt zwischen dem Gebiet hier oben und Ammen unten ist so ein Teil der Hintergrundgeschichte. Das wird aber später noch deutlicher erklärt. Wir haben davon bisher jetzt nur so am Rande mitbekommen. Und weiter geht's. Beregost. Womit kann ich dienen? Empfangskommando. Wisst ihr, wo ihr hin müsst? Ihr seht recht umgänglich aus. Daher will ich euch meine Dienste als Stadtführer anbieten. Was wollt ihr hier in Beregost? Also die letzten Male, wo wir gefragt wurden, wer wir sind, was wir wollten und so weiter, haben die uns immer gleich angegriffen. Also wir sind jetzt ein bisschen vorsichtiger. Nur ein Plätzchen, in dem ich mich ein wenig ausruhen und meine Sorgen ertränken kann. Wo gibt es eine gute Taverne? Nee. Ich brauche gut gefertigte Waffen und eine Rüstung. Habt ihr hier einen guten Schmied? Wir haben die besten Schmiede aller Reiche. Taerom Donnerhammer Fuirum betreibt die Donnerhammer Schmiede im Osten der Stadt. Er hat auch ein paar besondere Gegenstände. Aber danach könnt ihr euch mal bei Feldposts Wirtshaus umsehen. Dort haben sie auch Trophäen, aber dafür müsst ihr schon königliche Preise bezahlen. Feldposts Wirtshaus liegt im Westen, nahe der südlichen Stadtgrenze. Okay, danke für die Hilfe. Kein Problem, Freund. Einen schönen Aufenthalt. Gut, also hier soll es irgendwo einen windigen Schwindler oder schwindigen Windler geben. Das hört sich nach einer Taverne an. Und in der Nähe dieser Taverne ist das Haus mit den Spinnen. Das heißt, danach suchen wir. Und dem Schmied wollen wir einen Besuch abstatten. Der soll hier im Osten der Stadt sein. Also müsste es hier irgendwo sein. Dann können wir nämlich die Waffen, die wir von den Kobolden und den Banditen erbeutet haben, schon mal verkaufen, weil die haben schon gut Gewicht. Und in Naschke, wo wir eigentlich hinwollen, werden wir leere Taschen brauchen. Das hier ist keine Schmiede, oder? Nee, das sieht aus wie ein Gasthaus. Klopfen wir mal an. Verschlossen. Okay. Dann wird es nicht die Schmiede sein, denn die Schmiede als Geschäft hat immer auf. Was auch ein wenig suspekt ist, aber na gut. Schmiede, die keinen Schlaf brauchen. Zombie-Schmiede. Oder
Vampirschmiede. Gleich mal böses Entdecken zaubern. Aber das sieht mir ein bisschen zu abseits aus. Nee, müssen wir wohl hier durch oder darum? Oh, die Stadt ist echt groß. Hier könnten wir auch mal Immolen losschicken, ein bisschen plündern. Aber wie gesagt, ihre Skills sind noch nicht besonders hoch. Das würde keinen Spaß machen. Eine halbe Stunde vor einer Kiste zu sitzen und immer wieder drauf zu klicken. So, hier ist ein kleiner Schleichweg. Hoffentlich ist es keine Sackgasse. Ah, schön. Das scheint ein Hauptweg zu sein. Und hier Donnerhammer Schmiede. Ja, das klingt doch gut. Rein da. Immolen trödelt wieder. Bist du Donnerhammer? Sagt, was ihr wollt. Hallo Freund, was kann ich für euch tun? Manche von den Antworten sind aber ganz schön. Naja. Macht keine Umstände. Ich möchte mich nur in eurer Schmiede ein wenig umsehen. Ich habe viel darüber gehört. Naja, vieles übertrieben. Wir haben von dem Empfangskommando darüber gehört, aber na gut. Oh, das ist überhaupt kein Problem. Von der Donnerhammer-Schmiede könnt ihr zu Recht nur das Beste erwarten. Die besten Rüstungen im ganzen Land. Wenn ihr Hilfe benötigt, müsst ihr euch gleich an Teil herumwenden. Okay, also er ist nicht der Verkäufer. Sondern nur einer von mehreren Schmieden, wie es ausschaut. Ist ja richtig professionell hier mit dem Schienensystem zu den Hochöfen. Ja, doch. Die werden gute Sachen haben. Womit kann ich dienen? Hat er gerade Küss mich gesagt? Oh ja. Hallo. Ja. Kann ich in diesem wunderschönen Tag irgendetwas für euch tun? Ja, wir wollen Waffen kaufen. So, die Sachen verticken wir erstmal. Weg, weg, weg. Obwohl, das Langschwert behalten wir lieber. Falls eine Waffe zerbricht, ist es immer praktisch, eine als Ersatz zu haben. Verkaufen, verkaufen. Alles verkaufen. Noch mehr verkaufen. Und das war's erstmal. 178 Münzen haben wir. Nicht besonders viel. Ah, wir haben schon mal einen Helm für Jahira gefunden. Ein Plattenpanzer. Der wäre echt schön. Also für die beiden auf jeden Fall. Jahira kann, glaube ich, keine Platte tragen. Doch, kann sie auch. Also bräuchten wir drei Stück davon. Das wären schon mal 2400 Goldmünzen. Das wird noch eine Weile dauern. Wir haben sogar magische Rüstung hier im Angebot. Also plus eins. Ja, hier werden wir noch öfters hinkommen. Ein Feldharnisch. 8100 Goldmünzen. Die Schattenrüstung wäre für Immolen richtig toll. 14.000 Goldmünzen. Ja, nee. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir hier bleiben und die ganzen tollen Sachen uns angucken. Was wirklich Tolles leisten können wir uns nicht. Hauen wir ab. Jahira geht jetzt noch den Helm auf. Das Schwert als Ersatzschwert geben wir ihm auch mal in die Hand. Ja, und raus. Na, trödel nicht. So, also Schmied war ein Flop. Naja, zumindest wir konnten nur unsere Sachen verkaufen und keine neuen Sachen kaufen. Aber wenigstens wissen wir, was wir mit unserem Gold später anfangen können. Einfach hierher gehen. So, das sieht wie eine Taverne aus. Der windige Schwindler. Das ist doch genau, was wir gesucht haben. Und sein Haus sollte jetzt im Westen des windigen Schwindlers sein. Also das hier. Was stehst du denn dann dunkel an dem Baum? Mal gucken. Hallo Kumpel, machst ein freundliches Gesicht. Junge, Junge, ihr seid echte Abenteurer. Kommt nicht oft vor, dass ein Mädchen vom Lande wie ich einen echten Abenteurer zu Gesicht kriegt. Muss ganz schön aufregend sein, so viel herumzukommen und viele Leute kennenzulernen. Och, ja, doch. So, schauen wir mal rein. Wow, okay. Gleich angegriffen werden.
Wie machen wir das am besten? Gerugon geht auf ihn, Kalt geht auf den da. So dass sich die ein bisschen verteilen auf die beiden Charaktere und nicht alle auf einen reinhauen. Shahira geht auf den. Und Imoen schießt mit auf den. Gucken wir doch mal. Okay, die gehen beide auf Gerugon. Das ist nicht gut. Heißt, einer von den Spinnen muss schnell sterben. Oder eine von den Spinnen. Komm, geht mal ihr drei auf den. Karl kriegt gut was ab. Haben sie noch einen Heilzauber? Ja, dann husch mal kurz darüber. Gut, erste Spinne tot. Gerugon kümmert sich um die beiden. Imoen schießt mit auf den. Na komm. Und dann drauf. Mist, der ist vergiftet. Gift ist echt ärgerlich, vor allem in den ersten Leveln. Na komm, stirb. Doofe Spinne. Okay, er braucht einen Heiltrank. Und er auch. Aber allzu viele haben wir davon nicht. Die müssen schnell sterben jetzt. Ja, wie gesagt, das Gift ist echt übel. Er hat noch einen Heiltrank. Schnell zu ihm. Na, geschafft. Okay, Gift ist ausgelaufen. Puh. Hoffentlich kriegen wir eine gute Belohnung, aber wir haben jetzt zwei Heiltränke verbraucht dafür. Das sind die Stiefel und der Wein, die wir mitbringen sollen. Und jetzt noch eine Leiche als Beweis. Ja, das sollte reichen. Hat Imul hier noch irgendwas zu tun? Da waren wir gerade dran. Da auch. Ne, schaut nicht gut aus. Ne, gibt nichts zu holen. Heilzauber hat sie keine mehr. Er kann auch keine Hand mehr auflegen. Okay, sollten wir demnächst in keinen Kampf verwickelt werden. Gehen wir am besten mal ins Rasthaus, ruhen uns ein bisschen aus. Ja, lauf den langen Weg.